Der Gedanke des Gerichtes, der heute in der Mitte dieses Evangeliums steht, ist nicht gerade populär. Vor allen Dingen innerhalb der Kirche nicht populär. Wir mögen diese Trennungen nicht. Und natürlich, das ist etwas sehr Menschliches, dass wir das nicht mögen. Aber man fragt sich schon, gerade weil wir uns nicht selten auf dieses Evangelium beziehen, mit dem, was im Namen der Kirche auch zu Recht an Wohltätigkeit geschieht, warum man dann gleichzeitig diesen Gerichtsgedanken ausblendet. Denn wir haben hier eine Radikalisierung des Gerichtsgedankens. Das ist ja nicht so, als wäre das Gericht dann irgendwann ganz weit weggerückt. Und so wie wir sind, denken wir, oh, der liebe Gott, der wird dann schon irgendwie einen Weg finden, da nochmal ein Auge zuzudrücken. Denn immerhin, wenn ich die 50 Cent sonntags im Klingelbeutel zusammenrechne, Klammer auf, wir wissen nicht unbedingt, was damit in der Kirche geschieht. Das ist vielleicht nicht immer nur Wohltätigkeit, Klammer zu. Wenn man das so zusammenrechnet, da kommt ja dann doch irgendwie so ein, auch so aufs ganze Leben mal so gesehen, kommt ja schon auch was zusammen. Das ist ja nicht nichts. Die Radikalisierung dieses Gedankens, liebe Schwestern und Brüder, vom Gericht besteht darin, dass wir den Richter jeden Tag vor Augen haben. Es ist ganz leicht zu beantworten, wenn Sie jetzt fragen, ja, aber wo sehen wir den denn? Das ist die gleiche Frage, die beide Seiten, die Aufgeteilten im Evangelium stellen. Ja, wann haben wir dich denn gesehen? Du bist doch sonst so unsichtbar. Da wirst du, über dich wird immer gepredigt, zu dir wird gebetet, aber sehen kann man dich nicht. Doch, als Richter kann man ihn jeden Tag sehen. Man stolpert ihm in Burbach oder in Mahlstatt oder in Riegelsberg oder sonst irgendwo ständig über die Füße. Man kann ihn sehen in den Prostituierten, die da unten an der Straße stehen. Man kann ihn sehen in dem, der hier jeden Sonntag fast an der Kirchentür steht. Man kann ihn sehen in denen, über die wir theoretisieren, ob sie nun hier hingehören oder nicht. Kann man geteilter Meinung sein. Aber nicht geteilter Meinung als Christ kann man sein, wenn wir sagen, in ihnen sehen wir Christus ins Angesicht. Und er wird uns richten über das, ob wir geholfen haben oder nicht. Oder ob wir in unsere alte Falle tappen. Ja, also man kann ja auch schließlich nicht jedem helfen. Kommen denn da hin? Da habe ich ja selber gar nichts mehr im Portemonnaie, wenn ich hier jetzt jedem irgendwie was gebe. All das zählt bei diesem Gericht nicht. Es zählt nur ob. Es zählt nicht wie viel und ob wir ganz viele gute Ausreden hatten. Das Gericht besteht nicht darin, dass wir sozusagen noch ein bisschen verhandeln könnten und sagen, ja, aber guck mal, da war gerade so eine Wirtschaftsflaute in Deutschland, da konnten wir dann doch ja nicht so und wir hatten selber nicht so viel im Garten, da konnten wir nicht noch irgendwie, und der Kleiderschrank war halb leer, es war in diesem Jahr waren die Motten ganz schlimm, da konnten wir nicht auch noch jemandem was geben. Es gibt keine Verhandlung. Es gibt nur einen Richter, der uns anschaut in diesem Bedürftigen. Punkt. So ist das heutige Evangelium. In der Kirche hat es allerdings immer auch eine andere Ebene gegeben, die ich heute nicht verschweigen will, die uns in der Auslegung etwa des Origenes entgegenkommt, wenn er Folgendes sagt. Es wird hier nicht nur eine Art von gerechten Werken aufgezählt, wie viele glauben. Denn wer, egal in welcher Weise, den Auftrag Christi erfüllt, gibt Christus Speise und Trank. Ebenso weben wir für den frierenden Christus ein Kleid, wenn wir uns mit seiner Weisheit umhüllen, sodass wir durch seine Lehre anderen helfen und ihnen das Kleid seiner barmherzigen Liebe reichen können. Wenn wir unser Herz durch die verschiedenen Tugenden bereiten, um ihn oder die Seinigen aufzunehmen, dann nehmen wir den Fremden in das Haus unseres Herzens auf. Ebenso besuchen wir Christus selbst, wenn wir den im Glauben oder in guten Werken kranken Bruder besuchen oder
entweder durch Belehrung oder Zurechtweisung oder Tröstung. Nun werden Sie vielleicht sagen, liebe Schwestern und Brüder, ja, das ist aber schon tricky. Da können wir ja sagen, okay, wir helfen jetzt denen nicht direkt. Wir helfen den Bedürftigen, diese Gruppen, die ich eben aufgezählt habe, dem Penner am Bahnhof, wir helfen dem nicht direkt, sondern wir weben sozusagen, dass wir das Evangelium annehmen, weben wir ein Kleid der Weisheit und vielleicht kann man mit dem ja irgendwann mal ins Gespräch kommen und dann kann man dem so ein bisschen was von der christlichen Nächstenliebe erzählen und da wird ihm schon von selber warm. Oder dann wird er auch ein bisschen satt. Auch das ist ein Trick, liebe Schwestern und Brüder. Es gilt das, was Origenes sagt. Es stimmt. Wir stehen heute in der Gefahr, dass wir nur diese sehr pragmatische Seite, also alles, was wir unter dem Begriff Caritas fassen, sehen. Aber Jesus sagt es auch deutlich, der Mensch lebt nicht vom Brot allein und nicht nur von dem, dass er warme Kleidung hat. Es ist egal, wem wir da helfen, ob das Christen sind oder nicht. Zuerst spricht Jesus, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, und beim zweiten Mal sagt er, was ihr einem Geringsten getan habt. Das ist ein gewisser Prozess in diesem Evangelium, wie Jesus spricht. Aber das Tun am Nächsten besteht nicht nur in diesen sehr pragmatischen Sachen, auch das. Aber es gilt eben auch das andere, was uns Origenes sagt. Vielleicht ist beides gut zusammengefasst bei jenem Altvater. Ein Bruder fragte einen Altvater, was soll ich tun, Abba? Wenn ich jemanden sehe, der sündigt, verurteile ich ihn. Und wenn ich von einem Bruder höre, dass er nachlässig ist, hasse ich ihn. Und so stürze ich meine Seele ins Verderben. Der Greis antwortete ihm, wenn du solches hörst, spring schnellstens weg von diesen Gedanken, und eile zur Erinnerung an den schreckensreichen Tag des Gerichtes. Halte dir den furchtgebietenden Thron vor Augen, den unbestechlichen Richter, die Feuerströme, die brodelnd und prasselnd an dem Thron vorbeifließen mit ihren gewaltigen Flammen, die endlose Höllenpein, die lichtlose Düsterkeit, die unlösbaren Fesseln, das Zähneknirschen und das Wehklagen. Das alles bedenke. Jener Richter hat keine Ankläger nötig, auch keine Zeugen, keine Beweise und Untersuchungen, sondern jeder, der sich verfehlt hat, wird vor seinen Augen erscheinen in der Gestalt seiner Taten. Und niemand wird hervortreten und ihn der Strafe entreißen, weder Vater noch Sohn, weder Mutter noch Tochter, kein Verwandter, kein Nachbar, kein Freund. Nichts wird helfen, weder Bestechungsgelder, weder Reichtum oder Macht, sondern all das wird sein wie Staub. Und der Gerichtete allein wird die Vergeltung empfangen für das, was er getan hat, die Freisprechung oder die Verurteilung. Bei diesem Gericht wird niemand gerichtet werden für die Verfehlungen eines anderen, sondern jeder allein für das, worin er selbst sich verfehlt hat. Dies alles bedenke und verurteile keinen, und du wirst unerschütterlich sein.